Okay. Entschuldigung. Musste kurz gucken. Wo habe ich das eigentlich gestern Nacht getestet, wenn das jetzt bei dem Spiel nicht so gut funktioniert wie beim anderen Spiel? Was mich übrigens auch immer ein bisschen wundert bei dem Spiel ist, du hast ja Attraktionen wie die Parktour und sowas. Ich finde die Parktour aber total nutzlos. Weil es total nervig ist, die zu verwenden. Dann fängst du an, durch die Gehege da deine Attraktion zu machen, obwohl du das genauso abdecken kannst mit den normalen Dingern. Also hier diese Sichtteile zum Beispiel. Gute Nacht, Lego. Schlaf gut. Oh, sind ja doch ein paar Leute noch gekommen. Zum Gucken. Das bei dem alten Kauderwelsch-Titel. Guck, ich baue sogar mal Wölbungen. Damit die Leute mich nicht anhaten dafür. Du baust ja immer nur eckig. Danke fürs Folgen, Gümon69. Ich muss sogar noch die Brutstätte erforschen. Was ein Nonsens. Wie kommt denn das große Gehege hier oben dran? Der Stinker. Da kommt der einzig wahre, das einzig wahre Tier. Der allseits und weltbeherrschende Mopsaurus.
schießen. Infrastruktur. Ach, verdammt, ich kann nur drei zusammensetzen, aber mit den Training kriege ich die auf den richtigen Wert. So, dann ist das Gebiet hier nämlich komplett ausgeleuchtet. Ich bringe alle Fleischfresser hier rüber. Das war wieder ein riesiger Aufwand, weil es ja so viel Kleinvieh ist. Aber dann haben die ein noch größeres Gehege. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Produkt wird eingesammelt. Produkttransport wird durchgeführt. Produkttransport im Gange. Produkt wurde eingesammelt. Produkt in der Luft. Und wenn, dann sollte ich ja meine beste Attraktion natürlich hier reinknallen. Bestätige Produktzustellung. Auch wenn die erstmal super schnell pisst sein werden. Produkt wurde transportiert. Ich gebe euch mal direkt die Wasserquelle. Die Futterstellen habt ihr eigentlich. Ihr müsst nur euer Gebiet erweitern. Wie viele Interesse haben eigentlich die kleinen Dinos? Ich glaube, irgendwas mit 40 war das, weil es Fleischfresser auch sind. Na, geh da ruhig rein. Das gehört mit zu eurem Gebiet. Das ist Absicht, eine Futterstelle, damit die Leute was zu sehen kriegen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Produkt muss eingesammelt werden.
Transportiere Produkt. Beginne Produkttransport. Produkttransport wird durch. Sie sind so klein. Guck dir das rein. Guck dir das an beim Helikopter. Zustellung wurde abgeschlossen. Produkt wurde zugestellt. Ach, das ist eine Ziege. Produkttransport beendet. Zustellung abgeschlossen. Ja, das gibt's ja leider nicht. Das ist ja eine Sache, die habe ich schon mal erwähnt. Warum gibt's keinen Jeep-Transport? Weil es halt wirklich eine coole Idee wäre, dass der Jeep auch zum Beispiel Sachen transportieren könnte. Aber es ist natürlich schwieriger, wenn man nicht das gesamte System... Also wenn man plötzlich so ein anderes System drin hat. Es wäre einfach nur mehr Aufwand für Entwickler und Designer und so weiter und so fort für nix. Hauptsache eine gute Toiletten- und Schutzraumwertung. So, jetzt habt ihr genug Technik, damit wir die besseren Hotels machen können. Und wenn ihr Zeit habt... Ach, verdammt. Habt ihr zu... Ach, die Restlichen haben zu wenig Logistik. Verflucht seid ihr. Aber was genommen, weil ich gerade vervollständige, bringt mir nichts, weil ich hab die ja schon. Das sind ja die kleinen Viecher, die hier in den Dingen drin sind. Die sind wirklich so faul, dass sie hier drin fressen. Prognathus, ein vollwertiges Raubtier. Dieser flinke kleine Fleischfresser ist der vielleicht schnellste zweibeinige Dinosaurier, der je existierte. Lokaler Saurieranreiz 2700. Ach, dann holen wir uns noch ein Personalzentrum, dann können wir noch mal ein paar Leute einstellen.
Aufgabendauer für Expeditionen verringern, billigere Forschung, selbstloses Gehalt. Reduziertes Gehalt. Dann so ein Teamwork-Player. So, alles gut. Das bringt nämlich echt viel, die Expeditionen zu verkürzen oder Kosten zu sparen. Gibt's auch einige. Mal gucken, jetzt hast du die 2 schon drin, minus 57% Expeditionsdauer. Das ist vor allem wichtig in den Herausforderungsmodi. Da habe ich die erste Karte schon gespielt, so privat. Um mir das mal anzugucken, wie das so läuft. Es war jetzt nicht so herausfordernd auf normal. Vor allem verstehe ich nicht, dass die Zeit bei dem Herausforderungsmodus, umso höher die Stufe ist, umso länger Zeit kriegst du, weil alles wohl länger dauert. Es geht halt wohl in Richtung Echtzeit dann am Ende, wo du dann irgendwie 13,5 Stunden hast, das Szenario abzuschließen. Wo auch so denkst, okay, 13,5 Stunden, ja, warum nicht? Hier wirkt es auch gerade so, als wenn die Genomforschung länger dauert als vorher. Komm, ich bin so nett und mache ein zweites. Eine zweite Futterstation für die Kleinen. Ich bin gerade immer am Überlegen, eine Sache davon. Danke, Daggerfall, fürs Folgen. Eine Sache davon hat die reduziert die Kränklichkeit. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, entweder ist es das mit dem Starksein oder jetzt das, was ich gemacht habe. Also die Forschung. Ah ja, das war das Richtige. Das ist nämlich starke, hätte ich nur lesen müssen, starke Immunreaktion. Das ist nämlich eigentlich fast die liebste Fähigkeit, die du den Dinos mitgeben kannst und dass die ungefährlich werden. Na, genügsam manchmal auch. Vor allem für Tiere mit sehr viele, mit sehr großer, wie heißt, die ein sehr großes Areal für sich selbst beanspruchen. Spektakuläre Amt.
Ich frage zwar ungern nochmal, alles gut bei euch im Chat? Ihr seid heute wirklich super still. Noch stiller als sonst. Als wenn keiner wirklich aktiv da wäre. Die Atmosphäre ist sehr entspannt. Die Musik des Spiels ist super beruhigend. Scanner verbessern. Was haben wir hierfür? Noch gar nichts. Ja, dafür gibt es keine Verbesserung. Schau auf dem TV, hab keine Tastatur vor mir. Damit ist wieder bestätigt, es gibt wirklich die Fernsehzuschauer. Es gibt auch die über Konsole Zuschauer. Ich glaube, Twitch gibt es jetzt auch auf der Switch. Ich bin ebenfalls einer der Nichtschreibenden. Oh, das ist, weil ich euch keine Themen vorgebe. Sowas wie, wie steht ihr zu Sodomie? Nein, ich möchte das nicht wissen. Ich habe heute nur irgendwie bei Instagram bei irgendeiner Dame gesehen, dass die so einen komischen Post gemacht hat. Von dem Typ, der geschrieben hat, du bist so geil, wenn ich mit dir fertig bin, mach ich mit deinem Hund weiter. Wo ich einfach nur denke, wieso kommen Leute auf so ekelhafte Sprüche? Dieses Thema bei dem Spiel, gewagtes Thema. Glaubst du, dass es keine Liebe gibt zwischen Dinosauriern und Menschen? Haben schöne Expeditionen erstmal in Deutschland und Frankreich gemacht. Liebe geht durch den Magen. In Hentai ist Sodomie doch gang und gäbe. Ja, mit menschenähnlichen Wesen, mit Katzenohren oder sonst irgendwas. Ich glaube, das kann man noch als eine andere Form der Sodomie sehen. Würde es vielleicht nicht in denselben Bereich reinziehen. Warum ist das versperrt? War eine Lüge. Achso, ihr seid noch dran mit der Extraktion von den letzten. Juhu, das Genom ist vollständig. Ziege on Tour. Ja, die Ziege ist egal, die kann frei rumlaufen. Ist wie streichelt so. Die isst ein paar Dosen, wenn sie unterwegs ist und so hält sie sich im Park am Leben. Das geht schon klar.
Das hier wird dann Triceratops-Gehege. Da können wir nämlich bedeutend mehr noch hier in den, also in den Bereich reinjagen von den Kleinen. Was bringen die 21? Naja. Sind ja auch Mikro. Kein Mensch weiß, wer dieser Pascal ist und wovon der da gesprochen wird. Guten Abend, Alerion. So, Unterkunftbewertung 100% bei dem. Hier auch. Da habe ich mir schon mal 2000 Leute die Möglichkeit, die unterzubringen. Und das reicht auch eigentlich. Fahrzeug zerstört. Hab das geschafft. Ja, und jetzt guckst du es nur an und willst es wieder nicht fressen. Wie lange machst du heute denn so? Solange ich Lust habe. Also noch ein bisschen. Mindestens bis 12, maximal bis 2. Na gut, ihr kriegt eben einmal Urlaub. Aber nicht zu viel. Wenn du mal 20 von diesen Kompo-Schieß-mich-Dingern ausbrütest, hast du schon mal 400 mehr Attraktivität. Aber 400 ist nicht viel. 10.000 ist das Maximum für dieses Szenario. Sind zwar auch scheu und krank, aber das ist egal. Das Gehege ist groß genug. So, weil du hast nämlich Anziehungskraft 10.000 Maximum. Ich glaube, da habe ich die ganzen Dinosaurier wieder hin und her geschoben. Thank you.
Wozu dient das Kolosseum? Das war schon vorher da. Das gehört zum Szenario dazu. Und das ist ein Sichtding für, ja, für Gucken. Amphitheater halt. Sagen wir einfach, es ist ein Spezialgebäude für das Szenario, was halt auch zur Beobachtung der Dinosaurier zählt. Man es auch löschen können. Oh mein Gott, Jesus Christus folgt mir. Das kann nur Troll sein. Ich sag trotzdem einmal nett Hallo. Benimm dich. Da brauchst du nur 500 von den Dingern. Auch wenn nicht viel Platz brauchen, ich glaube 500 kriegst du in kein Gehege rein. Ich habe nur ein paar dazu gemacht, weil ich glaube vorher war der Bestand zu gering hier. So, ein paar Jesus Christus Witze. Weiß dein Vater, dass du hier zuschaust? Ich heiße nicht Jesu Christi. Aber so nennst du dich hier. Aber schönen Gruß auch an deine Kleinen. An deine Kids. Man könnte aber auch sagen, dass dein Nick eine Zusammensetzung ist, vielleicht von den Namen deiner beiden Kinder, wo Jesu, Jesu, kann man es als Kinder, als Jungname nehmen und als Christi, Christina, als Mädchenname. Das meine ich jetzt nicht, also ist keine, ich will, ist das nicht kritisch gemeint von mir. Danke HZ1 Alter für dein Twitch Prime. Vielen Dank. So, Triceratops ist aber, glaube ich, abgeschlossen mit dem, mit der Expedition von gerade. Triceratops vollständiges Genom. Bei dem möchte ich aber gerne das Genügsamkeitsgenom mit drin haben. Und ich lasse dich sofort runter. Kein Stress.